Da würde ich auch nur noch rot sehen. Aber wenigstens hat es geschafft, dass auch wenigstens irgendeiner Handrad worden ist. Von ihr. Von der Ellie. Oh, Rache süß. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Ja, das war nicht mehr. Also hauptsächlich was sie ist. Alle. Fast alle. Also ich kann mir nicht einfach vorstellen, dass die einfach da so reingeht. Wollte ich gerade sagen. Das wäre ein bisschen zu einfach. Wäre viel zu einfach. Da einfach da so eine. Weiß ich nicht. Wir sind da eh noch nicht spazieren gegangen. Also mit ihr. Zumindest. Also vielleicht gibt es ja irgendwas. Ich glaube, jetzt ist keine Zeit mehr für die ganzen Münzen. Jetzt ist es schon vorbei. Schon lange keine Münze mehr gehabt. Paranoider Hase. Ich hoffe, es gibt irgendwie so eine Checkerliste, wo du sagen kannst, okay, passt das, das und das. Dort und da gibt's was. Ja, super. Nicht, dass ich jetzt dann wirklich jedes einzelne Kapitel neu durchsuchen müsste oder so, weil das wäre... Das wäre dann schon sehr, sehr zart. Wenn ich jetzt jedes einzelne Kapitel nochmal durchgehen müsste. Aber ich glaube, ich könnte sicher so auch ein bisschen nachschauen. Okay, die Münze habe ich, die Münze habe ich nicht zum Beispiel. Dass man da vielleicht irgendwas machen könnte. Okay, an die Leiter. Bereit? Voll? Wo ist er dann eigentlich? Weil sie, weil wir haben ja nur die Abby gesehen. Versteckt er sich irgendwo im Hintergrund oder so? Ja, das kann sein. Ja, vielleicht versteckt er sich oder er bleibt einmal draußen oder irgendwas. Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Oder er beschützt den Ausgang, damit ja keiner fliehen kann. Wer weiß? Hm? Die ganzen Bilder. Oh, oh. Zone 6, Zone 7, Zone 9, Isaacs Gas. Alles aufgeschrieben. Digga. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt was zum Sammeln gibt. Nee, glaube ich nicht. Dämlicher Jesse. Glaubt, ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Jess. Du wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Bleib ziel weiter auf ihn. Der hat sich da hinten da versteckt, der Haverer. Das haben wir ihn nicht gesehen gehabt. Ach so. Ihr verdammten Wichser. Haha! Gleich hier, oder voll die Pappen geschossen. Geil. Steh hoch, oder ich erschieße ihn auch. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf, sofort. Und ich, was sie sagt. Halt die Fresse. Oh. Hey, stopp. Stopp. Endlich mal wieder Ellie. Oh. Waffe runter. Waffe runter. Nein, nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet.
Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Oh! Was? Was? Bleib hier. Pass gut. Nee, der hat überlebt. Na, der hat nur einen Streifschuss oder irgendwas. Dann hat schon wieder der nächste Haberer. Dann hat schon wieder der nächste, aber nur die Pistole ist ein bisschen zu wenig. Das machen sie jetzt aber mit der Absicht, dass ich die Alte nicht triff. Es geht mir überhaupt nicht. Geht mir überhaupt nicht. Digga! Aber wir müssen auch noch Ellie jagen. Wir! Warum machen wir nicht einen Wechsel? Alter, Vater! Oh! Oh, fies! Fies! Ich will sie nicht jagen! Ich will sie nicht jagen, Digga! Oh! Okay, okay, die ist gut gewappnet. Brauchen wir was zum Werfen oder irgendwas jedenfalls zumindest. Brauch was. Das geht mir überhaupt nicht. Na, schon langsam kommt's, bestäppt, oder? Geh mit der Macheten und alles, bist deppert. Nein, schlecht. Jetzt hat sie auch noch Tommy. Jetzt hat sie auch noch Tommy, ey, da vorne. Jeder ist hier. Ja! Ja! Oh, wie fies! Oh, wie fies! Ja, brich durch, hast du recht! Havara! Oh, da vorne! Bist du deppert? Bist du deppert oder was? Mit der Schrotflinte, Alter, bist du wahnsinnig? Mit der Schrotflinte ist die wahnsinnig, Alter, Digga! Ah, die Kette ist gefährlich. Du kannst dich abhauen! Ja! Ja! Ja, Mann! Oh, es tut so weh, irgendwie gegen sie zu kämpfen. Man will es nicht. Man will es einfach nicht. Oh, das muss man jetzt tun. Oh. Boah, die kriegt auch schon öfters eine in die Pappen. Schlimm, Alter, schlimm, Alter. Boah, aber richtig schön draufgewichst. Voll in die Pappen. Voll in die Pappen. Schön draufgewichst. Wirklich sehr, sehr schön draufgewichst. Nächste Flasche. Jetzt geht's ja auch in Deckung. Falle bauen. Sie macht Falle, die. Das kann doch nicht wahr sein. Schau, wie sie die ganze Zeit läuft, gell? Hi! Und in die Pappen! Ach du Scheiße! Okay, ich nehme alles zurück.
Gut gemacht. Definitiv gut gemacht. Und ich freue mich noch. Digga, und ich freue mich noch. Okay. Muss ich unbedingt treffen. Unbedingt. Also am besten gleich von hinten oder irgendwas. So wie ich sie am liebsten habe. Okay, jetzt kannst du. Ja. Ist da wieder Arsch. Ist da wieder Arsch. Mm. Also beim ersten Mal weicht sie mal definitiv aus. Okay. Ja, was heißt denn da? Schlampe! Hab gesagt, ob das geht. Boah! Ah! Die Hand auch noch gebrochen, Digga! Sie hatte nichts damit zu tun. Sie ist schwanger. Ja, die Melabor. Scheiße. Boah. Geiles Finale. Boah. Jo. Oh. Rein in die Futterluke. Komm mir nie wieder unter die Augen. Komm. Das hat sie von ihrer Rache. Das hat sie davon. Boah. Boah. Kann auch nie ernst bleiben. Na. Wie viele Jahre? Aber jedenfalls mal die. Ja, ihr habt's richtig gehört. Ah, die Uhr von Joel. Oh. Hey, Kumpel. Was ist los? Also, ich würde mal definitiv sagen, wir wissen jetzt, wer da vorne ist. Ja. Vom Gesicht her. Alles gut. Ich glaube, wir wissen es jetzt. Eindeutig. Eindeutig wissen wir jetzt, wer da vorne war. Die Tante hat sich definitiv gegönnt. Ja. Ein Wahnsinn, Alter. Bist du deppert. Mich würde es aber trotzdem interessieren. Wie viele Jahre dazwischen der Zahn. Aber ich würde definitiv sagen, mindestens jetzt einmal 3 Jahre. Mindestens. Weil so groß wie der Bub ist. Wer ist der süße Junge? Hm? Also sie haben schon von Anfang an gesagt gehabt, gerade Dina, unbedingt ein Haus. Fernab von allem. Schon geil. Schon definitiv geil. Und sie haben es jetzt definitiv zur Realität gemacht. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und auch wichtig. Die haben witzige Frisuren. Ich würde trotzdem rechnen mit 3 Jahren. 3 Jahre später würde ich definitiv rechnen. 3 Jahre später, aber bis deppert, oder? Kleinen Krümel. Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Weißt du, was aber auch sehr, sehr geil wäre? Wenn sie sich's nur ein bisschen ausgedacht hätte, die ganze Session hier. Das wäre geil. Das wäre richtig geil, wenn man wirklich so sagt, so eine Art alternatives Ende, was wäre wirklich gewesen, und im Endeffekt ist
Diener gestorben. Hallo zu Tante Talia. Hallo, Tante Talia. Sie liegt nur immer halbtot in Seattle da. Digga. Fast halber dann verbluten oder irgendwas. Tommy ist tot. Diener ist tot. Oh. Okay, ja. Kann eh nicht tot sein, weil sie hat sie ja quasi ja verschont. Aber was der? Man kann ja nicht wissen. Man kann ja nicht wissen. Mann, nicht zu machen. Das einzige Spiel, das wirklich einen Spiegel hat. Der Bussi oder was? Das geht einmal nicht. Aber der Bussi muss schon drin sein. Also, was soll man sagen, machen kennst du das aber schon, gell? Also, ich sehe da schon ein bisschen an Dreck. Aber die haben ja wirklich alles, was das Herz begehrt. Bist deppert. Und sogar ein Whisky, Alter! Oh, ein Bild mit Joel. Oh, du möchtest tanzen. Oh. Sehr schön. Also, jetzt zeig lieber das Büdel her. Fühl mich schon besser. Kriege ich wieder Copyright-Verletzung, das weiß ich jetzt schon wieder. Wenn da jedes fünfte Video oder Copyright oder bei The Last of Us, das ist ja nicht mehr normal. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir, ich bin sehr... Moin, Tigi! Wir sind kurz vom letzten Arc. Wir sind schon kurz vom letzten Arc. Sie hat sich schon das Battle geliefert mit Abby und hat verloren. Und sie und die Abby hat sie gehen lassen und hat auf sie gespuckt. Jetzt müssen wir noch herausfinden, hat es Tommy überlebt? Wir wissen jetzt mal wenigstens, wer da vorne ist. Also wenn wir sich das Kind anschauen. Guck dir Mami an. Steppert Mami, hallo. Hallöchen Mami. Steppert, geht ja wunderlich, Alter. Steppert, Elli, bleib ruhig. Alter, nicht vom Kind, Alter. Steppert. Kind hat ein Trauma, Alter. Besteig dich gleich, Alter. Steppert. Gefährlicher Hase. Battle war richtig geil. War richtig, richtig gut. Mir hat das so dermaßen gut gefallen. Aber auch die Scharfschützen-Session und das Ganze. Echt, echt sexy. Boah. Geil. Geil. Mich würde es aber in dem Fall interessieren, wo sind sie genau? Weit und breit. Gar nichts. Erinnert mich irgendwie wie die Farm aus The Walking Dead. Aus der zweiten Staffel, aber Vollgas. Ich bin jetzt schon zweiter Band. Ich kann schon beginnen zum Lesen. Zweiten Band kann ich mittlerweile schon beginnen zum Lesen, wenn ich Bock hätte. Oder die, besser gesagt, wenn ich die Zeit hätte. Nein, erst natürlich beginnen. Ich muss ja erst beginnen. Na also. Wunderschön, oder? Oh, das ist schon geil. Mit dem Zaun, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil ich wollte schon sagen, das sind die Depper, die lassen einfach die Tür auf und alles. Aber kann trotzdem jeder reinkommen. Also ein normaler. Außer sie haben so einen elektrischen Zaun. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einen elektrischen Zaun hätten. Viele Geschichten erzählen. Wenn du man kann nicht wissen. Wenn da so eine Herde kommen würde, sind die vielleicht jetzt in der Marsch. Ja, die, Alter. Ich hab nicht so viel Zeit wie du. Du hast ja genauso wenig Zeit. Du musst jedes Mal im Stream dabei sein. Oh, Wahnsinn, Alter. Sagte die Gesagte, ich hab nicht so viel. Ich hab keinen Stress, ich will mal Zeit lassen. Budi. Meine Kartoffeln. Ich finde sowieso, dass der Manga richtig geil zum Lesen ist. Ich finde den wirklich, Alter. Der taugt mir richtig, richtig gut. Das geht runter wie Butter und du, nächste Seite. Ich find's richtig genial.
Okay, kleiner Mann. Die Frage ist, wer hat weniger Leben, du oder ich? Wir haben beide wenig Leben. Oder gar keins, wir suchen noch immer. Wir suchen noch immer, das ist das Problem. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Oh, mein Rücken. Schaffst du? Sie vielleicht wenigstens irgendwas zum Sammeln oder so? Aber finde ich schon gut. Finde ich wenigstens live und da sieht man auch gleich, wie die da so leben und alles drum und dran. Finde ich super, finde ich wirklich gut. Braucht der seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Also ich würde fast sogar behaupten, ein bisschen du in dem Fall. Ein Köhler am Saar, oh, die haben ja wirklich alles, Alter. Bis deppert der Lehm im Haus und Braus. Angeschissene Unterhosen ist auch noch dabei. Pipi fein. Oh, heute noch gibt's Lammspieß. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Brudi, nicht, Alter, Brudi, soll mir nicht ab, aber vom Kind, Alter, das geht ja der Traum, Alter. Sind nur ein Pudern. Okay. Ja, aber was willst du machen, Alter? Wenn wir sich ganz ehrlich sind. Okay, ein bisschen Gartenarbeit. Bisschen das Haus renovieren, das. Aber was machst du die restlichen 12 Stunden? Bist nur am Pudern? Bist nur am Pudern? Ständig eine spatzeln. Hast nichts Besseres zum Tun? Wundert mich nicht, dass die alte so bärert ist. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam. Genau so. Oh, lieb. Ist gleich der Achsen aufgefressen. Hey. Wir brauchen auch nicht mehr im Leben. Wir brauchen definitiv nicht mehr im Leben. Gute Games, Solo-Leveling, ein bisschen One Piece. Naruto, Boruto in dem Fall. Was wollen wir mehr? Digga, Rest ist Geschichte. Komm her, kuschel dich rein. Kann man auch relativ gut neu lesen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, für das, dass ich eigentlich das alles schon im Manga, also im Anime gesehen habe, stört es mich überhaupt nicht. Mich stört das überhaupt nicht, dass ich das nochmal lese. Das ist, normalerweise ist es bei mir ganz anders so. Es ist eigentlich so eine fade Partie, wenn ich das jetzt nochmal lesen würde. In der Hinsicht aber, nee, ist es gar nicht. Mir taugt es voll. Kann man richtig gut lesen, taugt man. Okay. Also ich weiß schon, wieso ich jetzt nochmal gerusht habe, den Schluss. Es war nicht direkt der Schluss, den was ich gerusht habe, sondern den Bereich hier. Weil du hier nichts zum Sammeln hast. Ja, ein bisschen was zum Schauen hast zwar zumindest, aber du hast hier sonst nichts. Du hast hier nichts zum Einsammeln, du wärst vielleicht eine Sammelkarte, vielleicht, wenn es Glück hast. Aber nicht einmal das hast wahrscheinlich in dem Bereich. Ja, das ist ja das. Deshalb habe ich das ja nochmal gerusht. Und dann wahrscheinlich noch das Ende so ein bisschen. Weil da gibt es ja auch noch ein paar Gebiete. Bist deppert, das sind Eier. Bist du deppert? Aber, Alter, was sind das bitte für Eier, Alter? Bist deppert, Alter. Jesus, wundert mich nicht, Alter, dass jeder da so bäret ist, Alter, wenn ich so welche Eier hätte, Alter. Bist du deppert, Alter. Das sind wirklich wortwörtlich blaue Eier. Das sind wirklich wortwörtlich blaue Eier. Digga, Alter. Bist du deppert, Alter. Bist du narrisch. Jesus! Na, der erste ist auch richtig cool. Der erste braucht halt. Das ist wie beim Anime. Aber trotzdem, es liest sich besser, was man schaut, finde ich irgendwie. Es liest sich definitiv besser, was man schaut. Weil ich finde, so gerade so diese erste Folge. Oder die ersten zwei Folgen sind zwar eh auch geil, aber gestreckt. Bis zum Gehnimmer. Und es fühlt sich aber irgendwie im Manga irgendwie nicht so an. Es fühlt sich gar nicht so an. Es fühlt sich einfach gar nicht so an, wie gestreckt. Hey, wo kommst du her? Oh.
Er ist viermal Laser, da wird man auch schlecht, oder?